immer feste drauf. Die meisten Fieslinge in Games machen es uns leicht, sie abgrundtief zu verabscheuen. Ist ja auch irgendwie ihr Job. Es gibt allerdings auch immer wieder die Bosse, die uns den ein oder anderen Funken Sympathie abbringen und nach deren Tod wir uns mehr als nur ein bisschen schlecht gefühlt haben. Also Insider, Taschentücher raus. Jetzt geht's um die Bosse, die wir nicht ohne Gewissensbisse ins Jenseits befördert haben. Achso, wenn es um Endgegner geht, lässt sich der ein oder andere Spoiler natürlich nicht vermeiden. Okay, es ist nicht so, dass Baldur in God of War die Prügel nicht verdient hat. I warned you. Und ganz abgesehen davon will er es ja auch gar nicht anders. Doch der Sohn von Freya hat in seinem unsterblichen Leben schon so einiges durchmachen müssen. Und ein von ihr eigentlich gut gemeinter Zauber schützt ihn zwar vor Verletzungen und Schmerzen, dafür muss er Zeit seines Lebens auch auf menschliche Gefühle verzichten. Das wiederum hilft Baldurs Psyche allerdings nicht unbedingt und hat seinem moralischen Kompass offensichtlich eine gehörige Delle verpasst. Dabei war er vorher ein ganz normaler, emotional völlig gefestigter Gott. I've rehearsed everything I ever wanted to say to you, every word, to make you understand exactly what you stole from me. Und so konnten wir Freyas entsetzliche Trauer und Wut gut nachempfinden, nachdem Kratos dem Leben ihres Sohnes ein Ende gesetzt hat. Bei einer Sache sind sich wohl alle Gamer einig. Die Story von Metal Gear kann kein Mensch in unter 30 Sekunden erklären. Und auch bei Teil 3, Snake Eater, ist das nicht ganz einfach. The Boss, die Snake im Auftrag der CIA jagt, ist zwar eine verdammte Überläuferin, die dem Bösen sogar eine Atomwaffe zuspielt, aber im Grunde meint sie es gut. Insgeheim träumt sie nämlich davon, die verfeindeten Nationen der Welt zu vereinen. Und natürlich ist sie eigentlich eine Doppelagentin, die dem mysteriösen Geheimbund der Philosophen das Handwerk legen will. Dafür ging sie sogar so weit, sich von Snake töten zu lassen. Ja, wir wissen auch nicht genau, was Kojima-san raucht, bevor er seine Story schreibt. Muss was verdammt Gutes sein. Aber inszenieren kann der Mann. Und wie unsere Kontrahentin in einem Feld weißer Blumen liegt und Snake das letzte Mal den Abzug durchdrückt. Nein, sorry. Wir haben wirklich nur was im Auge. There's only room for one boss and one Snake. Die Big Daddies aus Bioshock sind die wahrscheinlich härtesten Gegner, denen wir in Andrew Ryans untergegangenem Unterwasser-Utopia Rapture begegnen. Und nach jedem Sieg über einen der Tauchanzug bewährten Kolosse haben wir uns immer ein bisschen schlecht gefühlt. Warum, fragt ihr? Naja, eigentlich gar nicht so sehr wegen den Big Daddies selbst, die eher wie fremdgesteuerte Automaten ihre Aufgaben nachgehen, sondern wegen genau dieser Aufgabe. Denn die Big Daddies sind die Leibwächter der Little Sisters. Und diese kleinen Mädchen sind ohne ihre Beschützer den finsteren Mächten in Rapture schutzlos ausgeliefert. Das Schlimmste daran? Die Story zwingt uns nicht dazu, die Big Daddies aus dem Weg zu räumen. Aber unser Gaming-Perfektionismus schon. Denn ohne die Little Sisters zu ernten, wir meinen natürlich zu befreien, gibt es keine Platin-Trophy. Also müssen die Daddies weg. Allerdings nicht ohne ein schlechtes Gewissen auf unserer Seite. Fürst Shimura war für Jin eine echte Vaterfigur. Immerhin hat er ihn nach dem Tod seines leiblichen Vaters aufgenommen, großgezogen und zum Samurai gemacht. Now you will carry on his legacy. Mit Jins unehrenhaften Meuchetaktiken im Kampf gegen die Invasoren kommt der Fürst allerdings überhaupt nicht klar. Egal wie erfolgreich unsere Tricks sind. Ein Samurai stellt sich im Kampf schließlich immer von Angesicht zu Angesicht. Auch wenn das bedeutet, dass unser Onkel seine Leute reihenweise ins offene Messer der Mongolen laufen lässt. Klar. Jeder setzt andere Prioritäten. Und aus der Perspektive ist es fast schon wieder nachvollziehbar, dass der Shogun am Ende von Ghost of Tsushima Jins Kopf fordert. Und unser Onkel, der muss natürlich Befehle befolgen. You have no honor. And you are a slave to it. Wir waren im dramatischen Finale von Ghost of Tsushima jedenfalls hin und her gerissen. Sollen wir unseren Onkel am Leben lassen? Dann würde er alles verlieren und sein restliches Leben in Unehre verbringen. Oder sollen wir ihm einen ehrenhaften Kriegertod schenken? Wie auch immer wir uns entschieden haben, das hat uns allen wehgetan. Shadow of the Colossus ist ein echter PS2-Meilenstein, der 2018 völlig zu Recht durch ein großartiges PS4-Remake veredelt wurde. Der Kampf gegen die Kolosse war spielerisch einzigartig und eine emotionale Herausforderung, denn in keinem Spiel hatten wir derart viel Mitleid mit unseren größten Feinden. In Fumito Uedas Meisterwerk sind die Kolosse nämlich eigentlich keine echten Gegner, sondern einfach nur die Bewohner dieser melancholisch anmutenden, völlig verlassenen Welt. Und trotzdem müssen wir sie vernichten, denn nur dann können wir unsere Mono wiederbeleben. Das eigentliche Ziel in diesem großartigen Abenteuer.
Vor allem der erste Koloss, dem wir begegnen, hat so ein Ende eigentlich nicht verdient. Schon während wir am Fell dieses Riesen hinaufklettern, haben wir uns mehrfach gefragt, warum eigentlich gerade dieser friedfertige Gigant fallen muss. Und als wir das Schwert in den Schädel der gigantischen Kreatur rammen, tut uns das fast genauso weh wie dem riesigen Koloss. Aber was sollen wir machen? Immerhin sind wir nur deswegen überhaupt in den verbotenen Landen. Eine grausam egoistische Entscheidung. Und eine, die uns definitiv leid getan hat. Der Rollenspiel-Superhit Skyrim ist voller Entscheidungen. Magie oder Axt? Diesmal doch nicht in die Diebesgilde? Eine ganz besonders schwere erwartet uns aber gegen Ende der Story. Denn hier müssen wir entscheiden, ob wir den uralten Drachen Patronax wirklich erschlagen wollen. Der ist im Grunde ein echt netter Kerl und hilft uns dabei, immer wieder neue Kräfte freizuschalten. Hear my Thum. Feel it in your bones. Match it, if you are Dovahkiin. Und steht uns ganz nebenbei auch noch im Kampf gegen diesen fiesen Drachen Alduin zur Seite. Das Problem? Wenn wir ihn nicht ausschalten, wollen die ritterlichen Klingen des Kaisers nichts mehr mit uns zu tun haben. Auserwähltes Drachenblut und Retter von Skyrim hin oder her. Angeblich war der alte Patronax nämlich vor langer Zeit mal ein Weggefährte des bösen Alduin, aka der Weltenfresser. Schwamm drüber ist lange her, scheint für die Klingen allerdings keine Option zu sein. Und so liegt die moralische Verantwortung also mal wieder auf unseren Schultern. Und ja, wir haben ihn verraten. Da sind wir wirklich nicht stolz drauf. Echt nicht. Aber auf die Kampfkraft unserer Freunde wollten wir auch wirklich nicht verzichten. So, Insider. Zwischen Gut und Böse gibt es eben jede Menge Graustufen. Im Leben genauso wie auf PlayStation. Und seien wir ehrlich, dass Games uns immer wieder auf emotionale Achterbahnfahrten schicken und uns vor schwierige Entscheidungen stellen, macht sie doch erst so richtig faszinierend, oder? Zwischen Ab und Glocke müsst ihr euch dagegen gar nicht lange entscheiden. Einfach beides klicken und gut. Moralisch alles easy. Und dann geht's auch schon weiter in dem nächsten Video. Ciao!